Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und unser Thema heute Pfirsichzüchtung. Ja, Markus, morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung, wenn nicht irgendwie so einer kommt und will filmen. Wir haben jetzt wirklich eine Woche wunderschönes Wetter gehabt. Jetzt regnet es halt, es ist Samstagmorgen. Wir machen die Aufnahme vor allem auch noch darum, wie du nachher wieder in Deutschland bist. Was machst denn du eigentlich in Deutschland? Ja, wir haben die gleiche Baumschule wie hier in Bux. Ein bisschen anders aufgestellt, mit ein bisschen anderen Gebäuden, aber etwa die gleiche Größe, etwa 10 Hektare haben wir in Norddeutschland. Bei Oldenburg, dort heisst Bad Zwischenahn. Mitten in einem Gebiet, wo es 300 andere Baumschulen gibt. Und auch dort produzieren wir vor allem Obst- und Beeripflanzen und versenden alle anderen Pflanzen direkt an Konsumenten zu Österreich, zu Deutschland und zu England. Eben, morgen, Viertel ab 8 Uhr, du bist hergekommen, hast etwas einpacken lassen. Was ist jetzt das, was du da drin hast? Das ist ein Pfirsichbaum, der jetzt hier schon anfängt zu blühen. Hoppla, Pfirsich, bei uns hier? Ja, Pfirsich hier bei uns. Und ich wollte nur zeigen, wie man die verpacken, damit man es könnte zu den Gärtnerinnen und Gärtnern hier in der Schweiz oder eben auch in Deutschland, zu Österreich, zu England versenden. Die werden so versenden, dass sie eben auf den Kopf gestellt werden können. Hier ist die Wurzel, hier ist die Pflanze. Und der Inkarton hier sorgt dafür, dass der Topf nicht umeinandergeworfen werden kann. Und die Pakete werden dann umeinandergeworfen, DPD. Und wie die Dienstleister alle heissen, bei uns ist es DPD. Die werfen die umeinander und trotzdem kommen sie perfekt beim Kunden. Wir waren gestern Abend an der Giardina in Zürich. Nur schnell so einen Durchgang gemacht und haben dort drei Pflanzen gesehen, die wir an einen Partner geschickt haben, mit einem solchen Paket, das wunderschön blüht hat, ohne dass ein Bäumchen auch nur ein Ästchen gekrümmt worden ist. Man merkt schon, gell? Du bist gewöhnt, wenn man dich filmt. Du hast etwa 2000 Videos, die kann man alle anschauen auf gartenvideo.com. Also da können wir hier ganz sicher nicht toppen, oder? Das sind 5000 Pflanzen und du erzählst dir immer wieder, was, wo, wie muss sein, wie man es anpflanzen muss, was wichtig ist und so weiter. Da kann man alles anschauen. Was ist jetzt bei dem wichtig? Also vom Kopf anpflanzen kannst du natürlich nicht, gell? Pfirsich wachsen bei uns eigentlich gut. Vor allem die Früchte werden viel besser, als wenn du einen Pfirsich im Laden kaufst, weil sie eben voll ausgereift von deinem eigenen Baum geerntet werden. Was im Pfirsich nicht so passt bei uns, das sind die vielen Niederschläge, das Wetter jetzt und Frühlingsfrost. Frühlingsfrost, jetzt könnte das ein Problem sein, wenn Sie also Pfirsichsbäumchen draussen bei sich im Garten haben, dann wirklich, wenn Sie Wetterbericht sehen, das könnte mal Minusgrad geben, ein Lindtuch darüber zu werfen, damit halt, das macht so von 2-3 Grad Unterschied aus. Eine andere Möglichkeit ist, die ganze Nacht Wasser laufen lassen, Frostberegnung zu machen. Und immer dann, wenn das Wasser zu Eis wird, wird sozusagen Wärme freigegeben. Wenn der Aggregatzustand ändert, du bist Lehrer, du hast das in der Physik gelernt, wird Energie freigegeben und die Energie schützt dann die Blüten. Also es reicht nicht einmal Wasser laufen zu lassen, am Abend um 10 Uhr und dann früher zu rund um Blüten. Es ist nicht das Eis, das die Blüten schützt, sondern das Wasser, das laufend zu Eis wird. Also, das sind die zwei Methoden, Lindtuch oder die ganze Nacht der Grasensprinkler über den Pfirsich laufen. Aber vielleicht haben Sie auch Glück. In unserer Region in 9 von 10 Jahren gibt es eigentlich keine so schlimme Frühlingsfrost. Aber es kann sein. Oh je, Markus, du hast gesagt, Sie sind Lehrer, oder? Du bist eigentlich Humanist und Philosophie oder was hast du alles studiert? Das ursprünglich hast du nicht unbedingt das werden, oder? Nein, immer gewusst, entweder werde ich Bauer, Gärtner oder ich werde halt Journalist, Lehrer. Und dann habe ich das eine probiert, nämlich das, was du gemacht hast, Lehrer und Journalist. Habe Germanistik und Philosophie studiert, habe nachher umgesattelt aufs Gärtnern. Und jetzt mache ich beides. Ich produziere Pflanzen und ich rede darüber. Hast du nie bereut, dass du einen Beruf gemacht hast, den du richtig arbeiten musst? Nein, eigentlich nicht. Manchmal vermisse ich jetzt richtig arbeiten, so gerne, weil wir zwei Firmenstandorte haben, weil wir vielleicht insgesamt 40 Mitarbeiter haben an beiden Standorten zusammen. Ist natürlich selber mit dem physischen Arbeiten nicht mehr so weit her und da vermisse ich manchmal auch. Aber das Züchten, das Kreuzen von neuen Pflanzen, Eltern suchen, dann teilweise bestäuben und nachher auch selektionieren, also durch die Reihe gehen und die richtigen Äpfel, die eine neue Sorte werden könnten, selektionieren, das mache ich immer noch weitgehend selber. Da hast du auch studiert, gell? Also, du hast eine Ausbildung gemacht, du bist eben dann nicht Lehrer geworden, du hast auch nicht, bist auch nicht Philosoph, du bist so ein Philosoph, aber kein Studierter, da hast du wirklich nicht fertig gemacht, aber dann bist du noch Gartenbauingenieur oder was bist denn du noch? Trotzdem haben wir Obst- und Weinbau studieren, zweitens wählen und da haben wir auch gemacht. Heute wird das FH heißen und trotzdem war es einfach das Tech. Bringt dir das viel oder muss man sonst noch viel mitbringen, um eben das, was du jetzt so machst? Eben, du hast erwähnt, die Kreuzungen und die Ideen, die du noch einbringen musst, oder mit diesen Sämli, was du alles machst. Bringt das Studium viel oder bringt die Erfahrung mehr? Bringt die Erfahrung, bringt viel mehr. Das eine ist vielleicht eine Voraussetzung, aber ich habe einen Freund, zum Beispiel an der Westküste von den USA, Oregon,
die älter sind als ich, 10, 20 Jahre älter, kommen aus der 68er-Bewegung. Und die haben nie etwas gelernt. Die sind von der Uni gegangen, dann sind sie in die Berge von Washington State gegangen, haben sie erst Selbstversorgung gemacht. Und daraus ist dann plötzlich ein Geschäft entstanden, die auch ganz spezielle Obst- und Beeresorten produzieren. Und die haben nie studiert und die wissen so viel wie ich auch. Du hast ein riesiges Imperium, gell? Wenn wir jetzt so ein kleines bisschen, was wir hier zeigen können, leider können wir nicht voraus. Es ist jetzt eben, es regnet, aber es ist schwaches Wetter. Schlecht ist es ja auch nicht, oder? Also für einen Pfirsichbaum vielleicht nicht, aber sonst ist es ja nicht schlecht, wenn es mal ein bisschen regnet. Nein, was wir jetzt haben, ist Frühlingserwachen. Das heisst, der Frühling verwacht. Und witzigerweise spüren wir Menschen das ja auch, wenn der Frühling erwacht. Da haben wir, denke ich, 100'000 oder Millionen von Jahren gelernt. Wenn Pflanzen die Vegetation verwacht, verwachen wir auch. Vielleicht ist das der kulturelle Unterschied zu anderen Kulturkreisen, wo es den Frühling nicht gibt. Also wir kommen irgendwann kommen den Impuls von der Natur über, dass wir den Finger aus dem Arsch nehmen. Apropos Finger aus dem Arsch, passt so nicht genau. Aber in 4 Wochen ist Ostern. Gibt es bei dir auch etwas Spezielles auf Ostern, also auf Jahreszeiten? Nein, ich meine, unsere Pflanzen spüren die Jahreszeit, aber wir machen so das Geschäft mit dem, jetzt ist Ostern und jetzt ist Valentinstag und jetzt ist Weihnachten, nicht so stark mit. Wir versuchen unser grosses Sortiment von vielleicht 1'000 Pflanzen, die wir selber produzieren und von 5'000-6'000 Pflanzen, die wir online anbieten, also ein möglichst breites Sortiment und das ganze Jahr zu bieten. Wir versenden von Mitte Februar bis Weihnachten, also ungefähr 10 Monate im Jahr, versenden wir Pflanzen und immer haben wir die fast die gleiche Bandbreite an Pflanzen im Angebot, außer die Sachen, die nur saisonal gepflanzt werden können. Kann man da herkommen und da direkt etwas kaufen? Geht das auch? Man kann auch da herkommen, direkt etwas kaufen, aber das ist wirklich nicht unsere Spezialität. Wir sind eine Produktion- und Versandfirma. Wir haben neu seit diesem Jahr eine Partnerschaft mit dem grössten Gartenzentrum in der Schweiz, Meier in Dürnten. Und die haben permanent ein schönes Sortiment von unseren Pflanzen. Meier-Kunden können auch bei uns in der Online-Seite mit ihrer Meier-Kundenkarte einkaufen. Und also wenn Sie wirklich einen schönen Gartentag haben wollen, dann kommen Sie nicht unbedingt zu uns. Wir sind eine Produktionsfirma, da stehen Millionen von Pflanzen und da wird geschaffen und da rasen die Stapler, sondern gehen Sie vielleicht zum Meier auf Dürnten. Aber wenn Sie schnell hier zu Buchsen oder in der Region Pflanzen brauchen, vor allem im Bereich Obst und Beere, dann sind wir natürlich für Sie da und dann können Sie die Pflanzen auch hier holen. Du hast gesagt, Millionen von Pflanzen, über 5'000 verschiedene Arten und dann hast du noch irgendwie Bienen- und menschengerechte Pflanzen. Was ist das denn? Ja, du hast auf der Homepage geschrieben. Du hast gerade den Deal von der Woche gelesen. Nein, das ist ein bisschen eine ironische Bemerkung. Ich habe letzte Woche im Newsletter etwas geschrieben über den Hype von bienenfreundlichen Pflanzen. Alles soll nur noch bienenfreundlich sein. Und man hat vielleicht vergessen, dass es andere Insekten gibt, dass es andere Pflanzen gibt, dass es aber auch Menschen gibt. Also Pflanzen müssen auch menschengerecht sein. Und grob gesagt, es ist wichtiger, Pflanzen zu pflanzen, als nur bienenfreundliche Pflanzen zu pflanzen. Heute hat man das Gefühl, heute, wenn der letzte Grossverteiler Werbung macht für bienenfreundliche Pflanzen und daneben ist ein riesiger Parkplatz, das ist so eine kompensatorische Haltung. Und unsere Meinung ist, Pflanzen pflanzen ist auf jeden Fall besser als keine Pflanzen pflanzen. Und ob sie dann bienenfreundlich sind oder nicht, ist nicht ganz so entscheidend. Neben den Bienen gibt es nämlich viele andere Insekten, die bei der Befruchtung und bei Bestäuben auch eine wichtige Rolle spielen. Du bist auch noch Politiker, gell? Nein, da bin ich gewesen, da habe ich aufgehört. Irgendwann kannst du beides nicht mehr machen. Was ich immer noch bin, ein freidenkender und liberaler Mensch. Ob mal ein bisschen gegen den Strich. Politisch so meine denken tue ich noch, aber Politik machen tue ich nicht mehr. Ja, das weiss ich, so offiziell. Aber wenn ich dir so sehe, wie du gestikulierst, dann denke ich mir, du machst ja wirklich schon Politik. Du bist vielleicht nicht mehr jetzt gerade so im Vorstand von einer Partei, unterstützt dich dies und jenes, aber eigentlich bist du sehr auch ein politischer Mensch, nicht? Ja, bin ich natürlich. Wir haben zum Beispiel in Deutschland dieses Jahr an einer Ausstellung haben wir einen Apfel getauft, der heisst der verbotene Apfel. Das ist der erste verbotene Apfel seit Eva. Und den haben wir so getauft, weil seit dem 1. Januar 2017 kann man in der EU nur noch neue Pflanzen, frisch gezüchtete Pflanzen auf den Markt bringen, wenn sie in einer Liste sind. Und in die Liste kommen sie nur, in die offizielle Liste kommen sie nur, wenn sie vorne geprüft worden sind, ob sie einheitlich, neu und stabil sind. Und die Prüfung kostet 4'000 bis 5'000 Euro. Für uns bedeutet das 50'000 Euro mehr Jahreskosten. Und als Protest dagegen haben wir jetzt eine Pflanze getauft, wo wir nichts machen. Kein Markenschutz, kein Sortenschutz. Wir machen die Einträge in die Liste nicht. Die Pflanze ist illegal, die ist verboten. Jeder macht sich fast strafbar, der die kauft. Und ich denke, man muss auch politisch bleiben und politisch denken, wenn man ein Geschäftsmann ist. Auf das wollte ich auswählen. Aber mit anderen Worten, dass die EU und die Vorschriften zum Teil gut, zum Teil einfach auch Schrott. Ja gut, also man muss keine Angst haben. Die Agrarbürokratie, ob in England
die dann bald auch nicht mehr in der EU ist, oder in der EU oder in der Schweiz, die funktioniert überall gleich. Das heisst, wir werden autonom solche dumme Vorschriften in Kürze übernehmen. Also man muss keine Angst haben, was in der EU ist, ist 3 bis 5 Jahre später auch in der Schweiz. Undenkbar, dass es Recht für Pflanzen gibt, dass ich mein Pfirsichbäumchen in den Nomenort nicht mehr anpflanzen darf, dass es Kontrolle gibt. Ich habe so einen Stall neben dem Haus zu, da habe ich noch nie die rein gehabt, aber natürlich das Landwirtschaftsamt ist immer jemand, der kontrollieren kann. Kann es auch mal passieren, dass ich mal kontrolliert werde, wenn ich eine Pflanze vergewaltige? Wenn sie vergewaltigt, nicht. Aber es ist so, mir gibt zum Beispiel einen Pflanzenpass. Jede Pflanze, die aus dem Haus geht, muss einen Pflanzenpass haben. Wir haben jedes Jahr eine Pflanzenpasskontrolle. Und die ist dann vor ein paar Jahren auch ein bisschen polizeimässig durchgeführt worden, fast überfallartig. Und dann haben wir dann auch protestiert, haben die Kontrolleure vom Hof und Betrieb verwiesen und seitdem tun sie sich vernünftig aufführen. Da geht es darum, und das ist vielleicht nicht ganz sinnlos, dass die Pflanzen, wenn sie irgendwo sozusagen sich bewegen, irgendwo hergehen, zu einem Kunden gehen, in ein Gartenzentrum gehen, in ein anderes Land, dass sie rückverfolgbar sind, wenn sie zum Beispiel eine Krankheit oder etwas verschleppen. Aber man darf nie vergessen, es sind Pflanzen und man darf nicht übertreiben. Und es geht nicht um Polizeimaßnahmen. Und trotzdem haben sie sich so ein bisschen aufgeführt oder vom Bundesamt für Landwirtschaft, wo man vergisst, dass das Bundesamt für Landwirtschaft ist und nicht gegen die Landwirtschaft, dass man halt musste protestieren. Ich habe übrigens trotzdem auch ein Video gedreht. Und das hat dann aber gewirkt. Also heute führen sich die Kontrolleure deutlich kooperativer und vernünftiger auf als trotzdem. Sehen Sie auch manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr? Aber jetzt kann ich Ihnen helfen. Hier oben geht's zu Luberacom, zum Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier geht's zu gartenvideo.com, wo Sie bequemer und einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht's zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Ich gehe jetzt aber weiter, meinen Weg. Wo bist du hergegangen? Weil es ist dein Weg. Irgendwie geht es immer weiter, die Pflanzen gehen immer weiter. Man darf nicht vergessen, 97% oder 99%, je nach Rechnung, von der Biosphäre hier auf dieser Welt besteht aus Pflanzen. Ich bin Fan von den Pflanzen. Ich habe mal das Gefühl, die sind intelligenter als wir Menschen und Tiere. Aber nicht als wir zwei. Das wird schwierig. Aber wir sind auch seltene Exemplare. Sehr gut. Und irgendwie für die Pflanzen zu arbeiten und die Pflanzen auch zu verbessern, sozusagen die Evolution ein bisschen zu beschleunigen, Sachen, die natürlich auch würden passieren, ein bisschen zu beschleunigen, das fasziniert mich. Und dann natürlich darüber zu reden und die Pflanzen auch in ihren Garten zu bringen. Weißt du, was mich fasziniert? Du bist sehr kommunikativ, du bist unkompliziert. Wir haben kurz vorab gemacht, du bist hierher gekommen, hast nach einem kurzen Frühstück morgen um 7:15 Uhr bist du eingetroffen. Und was mich vor allem erstaunt, du lässt dich da filmen und hinten da sehen wir dies und jenes. Ein Haufen Unternehmen sagen immer, oh, das sind Filme. Das ist bei dir kein Problem? Nein, ich meine, wir sind offen da. Jetzt ist Frühling. Frühling in einer Gärtnerei heisst ein bisschen Chaos. Und da könnt ihr jetzt am Fernseher oder du durch deine Linse sehen, was ihr wollt. Wir sind halt so, wie wir sind und ich bin, wie ich bin. Und wie steht es mit dem Geschäft? Ein Haufen Firmen sagen, viel Arbeit, wenig Geschäft. Ist das auch schlechter geworden oder ist es ungefähr gleich? Nein, gerne nicht. Aber Gartenbau, Landwirtschaft ist sicher eine Branche. Und wir leben nicht von Direktzahlungen. Also wir haben da ein bisschen, wenn wir da aus Ackerbau machen, haben wir wie andere Bauern auch Direktzahlungen. Aber alles, was Baumschule ist, was das eigentliche Geschäft ausmacht, hängt mir nicht einen Tropfen vom Staat. Und die Margen sind vielleicht ein bisschen klein, aber es reicht zum Wachsen. Wir wachsen hier in der Schweiz, wir wachsen mit unseren Filialen in Deutschland. Und von dem her bin ich zufrieden über das Geschäft und es macht Spass. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist in der Zukunft auch im Gartenbau, man muss den Zugang zum Endkunden haben. Wir machen beides, wir verkaufen über Wiederverkäufer, über Gartencenter. Die Landi ist einer unserer grössten Kunden, auch ein super Kunde. Aber für uns ist es wichtig, dass wir auch den direkten Zugang zum Endkonsument haben. Und wenn du diesen Zugang hast, dann hast du eine sichere Geschäftsgrundlage. Weil den verlierst du nicht von heute auf morgen. Markus, die letzte Frage. Was ist so dein grösster Wunsch? Mein grösster Wunsch? Noch mehr Pflanzen. Unglaublich. Ja, in dem Fall viel Erfolg. Gell? Also, bei dir kann man wirklich sagen, du bist irgendwie zufrieden, obwohl du viel Arbeit hast, du hast Erfolg. Also, ich glaube, da kann man sagen, rundum zufrieden, obwohl auch viel Stress dahinter steht. Genau, aber vielleicht lange es dann morgen am Sonntag zum Rasieren.